R-E-W-I-N-S-I-D-E. Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr seht's gerade, ich sitze hier gerade in meinem Multimillion-Dollar-Tresor. Und lass es mir richtig, richtig gut gehen, meine Freunde. Und wie soll ich anders sagen, Leute? Dieser Titel hier, ja, dieser Titel, den ich jetzt oben mit Absicht gewählt habe, ist kein, ich wiederhole, ist kein Clickbait. Denn, meine Freunde, und viele von euch werden wahrscheinlich sogar schon wissen, meine Freunde, dass die Geschichte, die ich euch nun erzähle, Hand und Fuß hat. Es begab sich zu einem wunderschönen Tag, genau genommen vorgestern. Da habe ich dann einfach auf Twitter ein bisschen gegrindet und habe gesehen, oh hey, PewDiePie hat ein neues Spiel rausgebracht. Und PewDiePie, meine Freunde, ist natürlich jemand, den ihr alle kennt. Ja, so sieht der gute Felix aus. Ein wunderschöner Mensch mit einem wunderschönen Bart. Die Ähnlichkeit ist wirklich bestechend. Ich meine, wenn ich jetzt noch so einen schönen Bart hätte, ein anständiges Gesicht hätte und nicht so verdammt hässlich wäre, dann könnte ich fast... Nein, könnte ich nicht? Gut, alles klar. Was soll ich sagen? Vorgestern begab es sich dann dazu, dass PewDiePie auf einmal mir auf Twitter gefolgt ist, meine Freunde. Und dann hat sich unsere lange Freundschaft ergründet. Ja, PewDiePie und ich haben uns ausgetauscht, meine Freunde. Ich habe von ihm eine Nachricht erhalten. Hier, schaut das mal bitte an. Unglaublich toll, also unglaublich toll. Unglaublich, unglaublich, meine Freunde. Unglaublich einfach! Ich hatte damit niemals gerechnet! Naja, und jetzt habe ich mir halt gedacht, meine Freunde, gehen wir einfach mal hin und spielen sein Spiel. Ich glaube, ich muss das nochmal updaten. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal hin und starten das Spiel, sobald es bereit ist. Denn ich bin einer der wenigen Personen, Leute, die einen Code von PewDiePie erhalten haben, die dieses Spiel jetzt testen dürfen. Und dann sehen wir uns einfach in 4 Minuten wieder... Wenn es geupdatet ist. Yay! Ich muss natürlich jetzt dazu sagen, meine Freunde, dass ich den Kanal PewDiePie, glaube ich, vorher gar nicht kannte. Ich habe ihn natürlich dann nur durch dieses Spiel gefunden, meine Freunde. Und dann sind mir dann natürlich erschreckend viele Parallelen zwischen unseren Kanälen aufgefallen, die ich mir bis heute nicht erklären kann, da ich ja tatsächlich einen komplett anderen Content mache. Aber ich würde sagen, meine Freunde, zur tiefen Freundschaft zwischen uns beiden erzähle ich euch einfach mal mehr später. Und wir spielen jetzt erstmal dieses wunderschöne Game. Play Adventure. El Legendo begin. Alles klar, meine Freunde. Finding Level Hard. Okay, ich habe mir das Spiel vorher immer nur in seinen Videos angeguckt. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. So springe ich. Okay, hopp. So bewege ich mich mit WASD. Sehr schön. Keine Pfeiltasten. Aha, okay, okay, okay. Ja, eine Leertaste, die kann ich benutzen, ja. Achtung, jetzt... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh! Okay. Interessant, interessant. Pass mal auf, wir gehen jetzt einfach mal in dieses Loch rein. Das ist eine super geile Grafik, Alter. Richtig nice. Bam, Junge. Geben, okay. Jetzt werde ich hier runtergeschossen. Alles klar, nice. Wo kann man denn hier... Wo kann man denn hier Micropayments aktivieren? Wo kann ich denn jetzt Skins kaufen oder so? Was? Wie verdienen die denn damit Geld? Mit dem Verkauf des Spiels? Kann man mit Spielen noch Geld verdienen? Ah, gut, schauen wir einfach mal weiter. Okay, Leute. Get up! Okay, was passiert jetzt? What the fuck? Ist das eine Toilette? Soll ich da jetzt drüber springen oder soll ich da reingehen? Ich weiß es nicht. Ja, sieht aus wie für mich wie ein ordinärer LSD-Trip. Auf jeden Fall geil. Ein Huhn in einer fliegenden, fahrenden Toilette. Schmeckt! Alles klar, okay. Okay, meine Toilette geht kaputt, oder? Alter! Was kommt da hinten raus? Bah, hört mal genau hin. Richtig eklig. Steuerung ist tatsächlich relativ intuitiv. Boah, Alter. Geil, Alter. Geil. Ah, es geht natürlich, glaube ich, darum, die Levels in möglichst hoher Geschwindigkeit zu absolvieren, glaube ich mal. Oh! Sehr schön, Leute. Ja, easy game, Leute. Ist ja nichts für mich hier. Guck mal hier. Bam, Junge. Bam, bam, bam. Ist richtig nice. Macht wirklich Spaß. Aber nochmal, wo kann ich denn jetzt hier die Micropayment... Mann, ich will doch Geld ausgeben. Bitte. Okay, alles klar. Sehr gut. Checkpoint aktiviert. Und jetzt... Boah, Leute, ich hätte so gern ein Gefährt wie dieses. Es wäre so wunderschön. Es wäre einfach wunderschön, wenn ich ein Gefährt wie dieses zu Hause hätte. Checkpoint aktiviert. Sehr schön. Double Rainbow Overflip jetzt hier auf den Schalter. Den nächsten Checkpoint aktiviert. Oh, meine Toilette geht kaputt. Damit repair ich mich also. Aha, interessant. Hätte ich das holen sollen? Ah, okay. Ah, dann starte ich am letzten Checkpoint einfach. So. Muss man ganzes überlegen. Soll ich jetzt hier oben die Sachen noch holen oder lohnt sich das überhaupt? Ich weiß ja gar nicht. Oder fahren wir einfach hier. Leute, wisst ihr was? Wir fahren einfach hier vorne weiter. Wir fahren einfach hier weiter. Schön und... Ah! Die machen meine Toilette kaputt, wenn ich drüber fahre. So ist es also. Ja, geil. Mein Auto ist schon wieder kaputt. Okay, Leute. Jetzt muss ich hier vorsichtig sein. Das heißt, ich darf hier nicht drüber. So. Spitze, das lief super. Achtung, jetzt kommt Semi! Oh, 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 ah,
Ah, geil, ich hab's geschafft. Sehr schön, okay. Nein, 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 nein. Oh, oh. Yes, Daddy. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, wir rushen hier durch, Leute, wir rushen hier. Was muss ich jetzt? Was ist jetzt hier von mir? Was, ich verstehe nicht. Muss ich damit jetzt da... Hä? Ja, aber wie komme ich denn jetzt da? Dieses Huhn beschreibt mein Leben komplett. Vollständig. Spitze. Ja, keine Ahnung, was ich da machen muss, Leute. Ah, okay, da war ein Schalter. Ja gut, das war jetzt, das war natürlich jetzt, Leute, es ist so schwer, dieses Spiel ist so schwer, oh mein Gott. Jetzt wird Zeit für Microtransactions. Ich würde gerne Geld ausgeben für dieses, ach, verdammte Scheiße, ja gut, egal. Machen wir das nochmal, Leute, ist gar kein Problem für mich. Ich meine, ich bin natürlich einer der besten deutschen Spieler überhaupt, ne, man kennt mich, Leute. Super geil. Ja, perfekt, genau. Genau so, Und rüber hier, ja, und jetzt hier, Achtung, und jetzt, okay, stopp, stopp, nein. Nein! Yes! Easy, easy, easy. Hätte ich da... Achso, alles gut. Ethan, new pilot found. Ja, geil. Eine Kröte, sehr schön. Okay, fahren wir mal hier rein, Leute. Es ist so dermaßen laut und hyperaktiv, dieses Spiel. Ich liebe es fast schon. Wenn ich jetzt E drücke, was passiert? Ah, dann komme ich aus meinem Raumschiff wieder... Ah, okay, jetzt bin ich wieder das Hühnchen. Ah, das heißt, ich kann da quasi rum... So, und jetzt rücken wir hier einmal den... Mensch, intelligent bin ich scheinbar nicht. Komm schon, kleines Huhn. Komm schon. Ja, sehr schön. Nein, nein. Ho, 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 ho. Achtung, okay, jetzt müssen wir hier vorsichtig sein, weil ich will nämlich natürlich nicht darunter fallen. Ah, ah, okay, okay, okay. Und jetzt, bam, Leute. Is. Ah. Gar kein Problem für mich. Okay, ich würde sagen, wir hängen noch direkt ein Level hinten dran, Leute, weil das so einfach ist. Es macht echt eine Menge Spaß tatsächlich. Wie hieß das Level? Would you please guess? Kann man, glaube ich, als Deutscher nicht so sagen, oder? Spielen wir mal ihn, spielen wir mal ihn. Keine Ahnung, was für einen Charakter wir jetzt haben, Leute. Oh, jetzt bin ich ein Hühnchen mal wieder. Kann ich jetzt mit E? Ah, nee, kann ich noch nicht. Kann ich noch nicht, okay. Gut. Oh, ein Transformator. Was hat es jetzt gebracht? Ja, perfekt, dann machen wir es einfach nochmal. So, Achtung, Leute. Ah, jetzt die Brücke da. Ich verstehe, aha. Habe ich jetzt schon mal gesagt, dass ich hochbegabt bin? So, und einmal hier den Checkpoint holen. Ah, okay, jetzt gehen wir hier rüber. Gar kein Problem für mich, Leute. Ich liebe diesen Levelstil. Das macht richtig Bock, das Game einfach. Richtig nice. Und die Mucke ist richtig nice, Mann. Die Musik ist richtig gut, tatsächlich. Da hat sich jemand Mühe gegeben. Nicht wie bei meinen Videos. Und rüber hier. Komm schon. Ja. Yeah. Und jetzt kriege ich mein Toilettenauto wieder. Yes. Ah, jetzt. Sehr gut. Okay, Leute. Gar kein Problem für mich. Gar kein Problem für mich, Leute. Hier rüber. Yes, 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 yes. Checkpoint. Aha. Alter, es ist ziemlich gefährlich, einen Huhn in der Toilette fahren zu lassen, merke ich gerade, ne? Ich weiß nicht, ob das überhaupt... Oh, das ist natürlich jetzt... Ich meine, Peter wird da sicherlich ein Problem mit haben, oder? Ist das denn überhaupt hier abgenommen worden, dieses Spiel? Das ist viel zu gewaltsam. Killerspiele sorgen dafür, dass man Leute tötet. Und Spiele wie dieses sorgen dafür, dass man wahrscheinlich irgendwelche harten Drogen... Ja, perfekt. Gut gemacht. Oh, oh, schaffe ich es noch? Oh. Ich kann jetzt das Hühnchen weitermachen. Ich kann es schaffen. Ah, lol, ich bin Chicken Wing. Ich bin der Chicken Wing. Geil. Alter KFC-Simulator. Yes. Devon im Hades, Leute. Okay, ich würde sagen, wir hängen noch ein Level hinten dran, weil es richtig, richtig nice ist und super viel Spaß macht. Jetzt kommt das nächste Level und das heißt Talixten 24. Klingt schwedisch. Ja, den Pilot will ich haben, genau. Gibt das Game eigentlich auch Options? Das Spiel ist nicht in Deutsch verfügbar! Naja, gut. Das sollte für mich kein Problem sein. Das kriegen wir trotzdem hin. Und auf geht's, Leute. Double Twist. 216 Oscope. Und jetzt hier vorsichtig. Okay, das ist natürlich jetzt... Ah, das heißt, man muss da so rangehen. Sonst wird man weggepostet von den Dings. Gehen hier direkt flawless durch. Landen auf einem Bananenband, meine Freunde. Gehen direkt weiter. Zack. Und jetzt hier über diese Kackdinger hier drüber. Oh. Schmerzhaft. Oh Gott, das lief so gut. Na, egal, egal, egal. Kann man hier tatsächlich... Kann man...
ja, bleiben wir halt einfach da. Ist kein Problem. Ist kein Problem, Leute. Ist kein Problem. Da wollte ich sowieso hin. Zack. Und dann hier rüber. Und dann sollte auch hoffentlich gleich schon der nächste Checkpoint kommen, weil ich sonst noch nicht wirklich ausraste an meiner Coin. Sehr schön. Da ist er, da ist er, da ist er. Da. Und bam, Junge, geholt. Okay, jetzt geht's weiter. Jetzt geht's hier weiter, Leute. Wir rollen den Berg hinunter. Gottes Willen, PewDiePie. You're fucking genius, was du hier erschaffen hast, Alter. Okay, ich brenne. Aber das ist okay, weil... Ah, nee, ich hab eine bestimmte... Ist egal. Dann sind wir jetzt in KFC Bucket. Ist auch kein Problem, Leute. Ich spiele jetzt auch hier als KFC Bucket weiter. Das ist gar kein Ding für mich. Okay, jetzt hier hoch. Und der nächste Checkpoint. Und da kommen explodierende Fässer. Ja, moin. Man kennt es, meine Freunde. Da oben links ist ein Affe, der Fässer wirft. Wer kennt's nicht? Wer kennt's nicht? Da oben ist ein neuer Charakter. Den will ich haben. Komm. Da ist er, Leute. Komm her. Oh, yes. Aha. Ich bin Polka. Ich würde gerne wissen, wie viel Geld er mit so einem Spiel verdient. Lohnt sich das zu machen? Schreibt mir mal bitte, Alter. Schreibt mir mal bitte, ob sich das echt lohnt. Dann würde ich nämlich auch mein eigenes Game entwickeln. Aua. Aua. I like to be fisted. Was muss ich hier machen? Ist das ein Rätsel? Ich glaube, das ist ein Rätsel. Ja, was mache ich hier, Alter? Keine Ahnung, wa? Muss ich mich punchen lassen wahrscheinlich, ne? Irgendwann später. Och Mann, das kann doch nicht wahr sein. Meine Facecam ist auch ausgegangen. Ja, Leute, so viel auf jeden Fall zu meinem Review von diesem Spiel. Animal Super Squad. Ich muss leider Gottes erwähnen, ich muss by the way noch erwähnen, dass dieses Spiel mir gratis gegeben worden ist, liebe Landesmedienanstalten. Das ist keine Werbung. Nicht, dass ich hier irgendwie noch in Bedrängnis komme, meine Freunde. Ja, denjenigen, der das Spiel quasi mitentwickelt hat, den verlinke ich euch einfach mal unten. Ich denke mal, dass ihr eventuell PewDiePie kennt. Ich hoffe mal, dass ich ihn auf jeden Fall mit diesem Video boosten kann. Und mehr zu meiner herzerwärmenden Geschichte zwischen mir und ihm gibt es dann in den folgenden Videos zu sehen. Das Thema wird natürlich jetzt Clickbait-technisch komplett ausgeschlachtet, meine Freunde. Und ja, wenn ihr mal wollt, dass ich mit PewDiePie eine Runde Minecraft PvP spiele, dann lasst doch einfach mal 500.000 Daumen nach oben da. Und ich werde mir jetzt das Leben nehmen. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!